Yeah! Hallo und herzlich willkommen hier bei den Saxophon-Praxistipps. Ja, hier behandle ich ja vor allen Dingen gerne Fragen, die mir irgendwie gestellt werden bei meinen Workshops oder auch in meiner Facebook-Gruppe Saxophon spielen lernen oder auch hier bei YouTube bei den Kommentaren. Also wenn du auch mal eine konkrete Frage hast, sehr, sehr gerne hier bei YouTube. Und eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist: Bin ich zu alt, um Saxophon spielen zu lernen? Und die Frage könnte man ganz schnell beantworten mit einem kurzen Nein, nicht zu alt. Einfach einsteigen. Ja, und damit wäre das Video beendet. Aber ich will natürlich gerne ein paar Dinge noch drumherum erzählen. Erstens, als ich anfing, Saxophon zu unterrichten nach meinem Studium an der Musikschule, da war das Saxophon so ein typisches Instrument für Jugendliche. Ja, also was weiß ich, so ab dem Alter von 14 Jahren, 15 Jahren fingen die Leute an, Saxophon zu lernen. Im Lauf der Jahre wurden die Jugendlichen immer jünger, es wurden Kids, also schon 8-Jährige fangen an zu lernen. Aber auf der anderen Seite werden die Leute auch immer älter. Ja? Irgendwann kamen die Erwachsenen und inzwischen ist es so, dass viele Leute im Rentenalter mit dem Saxophonspielen anfangen. Ja? Und das funktioniert. Ja? Ich hatte bei einem Workshop eine Dame, ja, auch schon ein bisschen höheres Alter, mit dem Faltenrock, die sah ziemlich steif aus erstmal. Und die kam nach dem Workshop zu mir, Anfängerkurs, ja, die hatte also die ersten Töne gerade mit mir geblasen. Und dann sagte sie nach dem Workshop: Junger Mann, und eins sage ich Ihnen, wenn ich 80 bin, kann ich's. Ja, und das ist eigentlich die richtige Einstellung. Das Saxophon eignet sich sehr gut, ja, sehr gut auch für Erwachsene, aus folgendem Grund. Ich sage mir immer so: Wenn du zum Beispiel Klavier lernen willst, ja, da haben wir ja diese Mehrstimmigkeit, linke Hand, rechte Hand. Und ich sage dann immer im Spaß, da weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut. Ist also relativ schwer, bis du mit dem Klavier mal so weit bist, dass du auch mal ein schönes Stück spielen kannst, also irgendein Stück, das man vortragen kann. Ist schon sehr schwierig. Bei der Violine, sage ich jetzt mal, oder Cello oder so, die Streichinstrumente, vielleicht kennst du das, wenn die Kids das lernen, die brauchen oft Jahre, bis der Ton einfach mal so schön klingt, dass es nicht wie ein Gekratze sich anhört. Ja, und also ist auch wirklich sehr, sehr schwierig. Bei der Trompete ist es so, du brauchst also auch oft lange, lange, lange Ansatzkontrolle, bis du einigermaßen schönen Ton rauskriegst. Beim Saxophon ist aber jetzt so, wenn du das im Hobbybereich spielen willst, ja, also für Profis gilt ja sowieso, man muss sein Ding den ganzen Tag üben, damit man da irgendwie mithalten kann. Aber wenn du im Hobbybereich Saxophon spielen willst, einfach mal schöne Lieder spielen, vielleicht mit ein paar Kumpels spielen und so, dann kriegst du auf dem Saxophon relativ schnell einen ersten Ton raus, ja, das geht eigentlich schon in der ersten Stunde und du bist relativ schnell so weit, dass du schon schöne Lieder spielst, ja. Ich habe eine Saxophonschule geschrieben, Saxophon spielen mein schönstes Hobby und da ist zum Beispiel so, dass du ungefähr nach 3-4 Monaten, und das ist ja nicht so lang, spielst du zum Beispiel A Groovy Kind of Love von Phil Collins mit einem schönen Playback, dann klingt das schon toll. Und das ist sensationell. Ja, nach wenigen Monaten. Das letzte Lied in meiner Saxophonschule im Anfängerband ist Pink Panther. Also nach einiger Zeit spielst du dann Pink Panther. Und da sind viele andere tolle Stücke drin, die man vorspielen kann. Was ich damit einfach sagen will, ist, beim Saxophon bist du relativ schnell so weit, dass du einfach ein paar schöne Sachen spielen kannst. Und das ist vielleicht auch etwas, warum das Saxophon ein sehr dankbares Instrument ist für Einsteiger. Aber natürlich ist es auch ein sensationell schönes Instrument, mit dem du einfach ganz tolle Sachen spielen kannst, viele Emotionen rausspielen. Das ist natürlich das, was den Leuten an dem Saxophon noch sehr gut gefällt. Also, egal welches Alter du hast, mach. Ja, lass dir das von niemandem ausreden. Du bist nicht so alt zum Saxophon lernen. Und wenn du das mit mir machen willst, ja, bei den Saxmasters da oben siehst du die Adresse www.saxmasters.de. Wenn du Lust hast, besuch mal den kostenlosen Testmonat. Da kannst du einen Monat lang ausprobieren, ob dir Saxophonunterricht bei mir Spaß machen würde. Ja? Und nach einem Monat kannst du dich dann entscheiden, ob du das machen willst. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dann bei den Saxmasters wiedersehen. Du merkst schon, ich lege mein Saxophon weg. Nämlich jetzt kommt der berühmte Finger. Ich nehme das hier mit dem Tablet auf. Und dann drücke ich diese Austaste, wenn ich da hinkomme, ohne dass mein Saxophon runterfällt. Yeah, bis bald. Ciao.